Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags, frei und offen, unsere Sendung für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben. Meine erste Anruferin ist ein Mann. Er ist Frank und er ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, Frank, schön, dass du da bist. Ja, okay. Warum, was geht's bei dir? Also ich habe da seit ungefähr 20 Jahren, sagen wir mal knapp über 20 Jahren, so eine psychologische Störung oder man könnte auch sagen Erkrankung. Die heißt Erythrophobie und gehört, soweit ich weiß, zur sozialen Phobie mit dazu. Mhm. Die ist ja etwas bekannter. Und die, es geht ja dabei im Prinzip darum, dass man enorme Angst hat, im Gesicht rot anzulaufen. Entweder in kritischen Situationen oder auch beim Krankheitsbild ohne Begründung passiert das dann auch. Ja, nun klingt das sehr medizinisch, wie du es gerade erklärt hast. Das haben doch ganz viele Leute, dass sie vielleicht in gewissen Situationen rot werden. Ist mir auch schon passiert. Ja, das ist ja den Satz, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, hört man den Satz als oftes. Ja. Das sind aber leider die Leute, die nicht so richtig darüber Bescheid wissen, würde ich sagen. Das kann schon sein. Ich bitte um Entschuldigung. Also klär uns auf. Ich vermute mal, dass das über dieses normale Rotwerden weit hinausgeht, was du meinst. Ja. Also kommt das sehr oft bei dir vor? Also es ist so, dass das in der Vergangenheit eben ziemlich oft bei mir vorgekommen ist und auch etwas stärker als bei anderen, wo ich ähnliche Sachen schon mal gesehen hatte. Ja. Wie oft kam es denn vor? Sag mir mal, jeden Tag? Oder? Das war so extrem oder ist so extrem, dass das am Tag mehrmals passiert. Wie gesagt, entweder in kritischen Situationen oder auch mal ohne Begründung halt. Ja, also. Ich müsste dann mal mit dazu erzählen, dass es bei mir halt so extrem geworden ist, dass ich im Jahr 2000 nicht mehr richtig auf die Straße gehen konnte. Das heißt, nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen konnte deswegen. Ja. Und bin auf die Idee gekommen, da Make-up zu verwenden, um im Gesicht das abzudecken, dass es keiner halt mehr sieht. Also, das ist natürlich eine kritische Sache, aber. Wobei, ich mir vorstellen könnte, auch wenn man Make-up aufträgt, dass man das trotzdem sieht, oder? Da musst du aber eine dicke Schicht, einen Meter Make-up da auf die Haut klatschen, bevor man das nicht sieht, oder? Naja, also wenn man das macht, sieht man das nicht mehr im Endeffekt. Mhm. Also aber das Problem ist, da ich das nun schon so lange mache, also fast 10 Jahre, 8 Jahre, wird das problematisch mit der Gesichtshaut. Und ich sage mal so, seit ca. 3 Jahren habe ich enorme Probleme damit und werde das auch nicht mehr lange so weitermachen können. Also wir halten fest, dass du immer noch und intensiv und sehr für dich beschwerend an dieser Sache leidest. Ja, direkt könnte man so sagen, ja. Ja, und du nach wie vor, um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, dich sehr, sehr stark schminkst. Ja, leider ist es so, muss man so sagen. Du bist 38 Jahre alt, gehst du einem Beruf nach oder bist du arbeitslos oder was machst du? Also ich bin im Moment arbeitsunfähig, sowohl deswegen als auch noch aus anderen Gründen im Endeffekt. Und ich habe aber viele Leute, die mich bei der Sache unterstützen. Ja, was sind das für andere Gründe? Andere Gründe, das hängt mit der Sache direkt auch immer wieder zusammen, ja. weil das war ja, wie gesagt, das war über 20 Jahre immer präsent. Ja. Okay, also diese Krankheit, dass wirklich dann eine seelische, psychische Erkrankung ist, hat dazu geführt, dass du arbeitsunfähig bist, dass du nicht arbeiten kannst. Du hast gerade gesagt, dass du dich schon gar nicht mehr auf die Straße getraut hast. Ja, In welcher Situation auf der Straße wirst oder würdest du denn rot? Also das so extrem bei mir ist, das reicht schon aus, dass mir irgendeine Person entgegenkommt in der Fußgängerzone. Ach so, und die dich vielleicht anguckt. Ja, die gucken mich dann an und da wird das kritisch, auch wenn sie mich nicht unbedingt angucken, es ist schon belastend, mir überhaupt jemandem gegenüberzustehen. Geschweige denn wahrscheinlich, wenn ich mich da so versuche, in dich hineinzuversetzen, wenn du dir was kaufen willst und mit einem Verkäufer im Gespräch bist. Ja. Oder an der Kasse vielleicht. Also da kann sowas schon vorkommen. Es ist eben bloß so, dass man es bei mir nicht mehr sieht, wegen der Abdeckung halt. Mhm. So, jetzt erklär mir mal. Du hast gerade gesagt, das hat jetzt, weil du das so lange schon machst mit der Abdeckung, gibt es Schwierigkeiten?
Ja, die Gesichtshaut, die wird natürlich, wenn man Make-up ständig benutzt, so wie ich es mache, wird dann geschädigt irgendwann mal. Das ist soweit jetzt bei mir. Ja gut, aber wie viele Frauen benutzen das ihr ganzes Leben? Naja, die gut, eine Frau macht das ja aus einem ganz anderen Grund wie ich. Ja, aber der Grund ist ja für die Haut egal. Das heißt, ja, so, ja, also ja, ich wende das so intensiv an, dass ich im Prinzip überhaupt nicht mehr so agiere. Also auch zu Hause bleibt das drauf und ich wende es auch falsch an, kosmetisch gesehen. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du dich ja von einer Kosmetikerin richtig beraten lassen würdest, kann man ja ein Leben lang Make-up auftragen, ohne dass die Haut also gravierende Schäden trägt. Schön wird sie natürlich nicht davon, da hast du recht. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Nein, die Lösung, also ich kann ja, darf ich mal sagen, was ich als Lösung sehe? Bitte. Also es geht darum, seit neuerer Zeit, da ich ja viele Fachleute habe oder einige Leute habe, die mich dabei unterstützen, Psychologen zum Beispiel, gibt da was Neues, das wusste ich vorher auch nicht. Es gibt eine Spezialklinik in München, die führt da eine OP durch und das würde ich im Moment eigentlich anstreben. Ach, und was für eine OP ist das? Also ich habe das auch vorher noch niemals gehört, da werden die Nervenstränge, die dafür sorgen, dass die Gesichtshaut durchblutet wird, die werden gekappt bzw. durchgeschnitten. Ach, also, das ist ja spektakulär, das habe ich auch noch nie gehört. Verhindert, dass das Gesicht eben errötet durch die Durchblutung halt. Das ist ja irre, das ist ja verrückt. Also, das habe ich noch nie gehört vorher. Sowas. Und das ist seriös, das wird in einer richtigen, ordentlichen Klinik gemacht und nicht irgendwie im Hinterhof. Also nee, das gibt, also wie gesagt, in München ist das eine Spezialklinik, ja. Leider die einzige in Deutschland. Ja. Gibt in Italien 3 Kliniken und in Los Angeles noch und noch irgendwo. Das heißt, Frank, wenn man dir das operativ nehmen könnte, ja. Was ja schon sehr spektakulär werden, muss ich sagen. Wärst du von heute auf morgen anderer Mensch? Na, das möchte ich nicht unbedingt behaupten, aber ich meiner Meinung nach wird mein Leben so stark erleichtert, dass ich wieder Sachen in Angriff nehmen könnte, die ich schon vor längerer Zeit mal machen. Ja, wollte. Also das wäre eine enorme Erleichterung für dein Leben. So sehe ich das zumindest. Ja. Ich gehe mal davon aus, oder ich weiß es nicht, du wirst dich schon erkundigt haben. Ja. Übernimmt die Krankenkasse so eine Operation? Darum geht's. Also im Moment bin ich noch in Behandlung bei einem Psychologen. Wir müssen er muss Vorarbeit leisten, musste dann Gutachten schreiben und dann wird das beantragt bei der Krankenkasse, ob die Kosten übernommen werden. Genau, so sind die Vorläufe, ja. Achso, das läuft im Moment noch. Wir sind jetzt noch davor, vor dieser Sache. Achso. Ich meine, bei deinem Krankheitsbild, wenn du 20 Jahre unterleidest, wenn du berufsunfähig geworden bist, deshalb, ist das ja nun ein ganz, ganz gravierender Tatbestand einer psychisch-seelischen Erkrankung. Ja, so sieht's aus. Ja, ja. Aber das ist ja wirklich eine ganz irre Sache da mit der Operation. Wenn man den Mensch, wo wird denn dieser Nerv durchtrennt, weißt du das? Wo wird operiert? Ja, ich habe da Material aus dem Internet, das habe ich im Moment nicht dabei, das liest jemand anderes gerade und da wird das beschrieben, wie die abläuft. Ja. Also wie es eben halt sagte, da werden an der Brust links, rechts, außen werden da so Löcher gesetzt quasi bei der OP. Ja. Da gibt es diese neuartigen Instrumente, die quasi da reinfahren können quasi. Genau. Und dann wird das mit Kamera oder so, das wird dann geschnitten halt, nehme ich mal an. Also in der Brust? In der Brust wird reingegangen, ja. Und dann, naja gut, das ist also hochkompliziert wahrscheinlich. Unterm Arm, ja. Das heißt, es gibt wirklich nur einige paar feste, definierte Nervenverbindungen, die dafür verantwortlich sind, dass man errötet. Ja, so wurde es mir erklärt. Also ich bin ja kein Fachmann. Aha, so wurde es mir zumindest erklärt. Sehr interessant, sehr interessant. Ja. Also wenn das seriös ist und wenn das alles fundiert ist, ja, warum nicht? Du bist schon in langjähriger psychologischer Behandlung? Langjährig nicht, aber schon seit einigen Jahren. Schon seit einigen Jahren und das hilft aber gar nichts. Doch, das hilft schon, aber es dauert lange, bis man, also weil diese Krankheit eben sehr unbekannt ist und auch nicht ernst genommen wird, das ist ein Riesenproblem eigentlich. Interessant ist wahrscheinlich so eine Doppeltherapie, also wenn man da sowohl chirurgisch rangehen könnte, als auch das dann seelisch-psychologisch abfedern könnte. Ja, es gibt auch im Ostteil Deutschlands, Dresden, Leipzig, werden Therapien durchgeführt. Ja. Und ich wollte eigentlich gerne die Therapie, weil ich jetzt ehrlich sein will, ich würde die eigentlich ehrlich gerne überspringen, weil ich nicht glaube, weil ich weiß, wie ich ticke, ich würde die wahrscheinlich nicht schaffen. Verstehe. So sehe ich das. Also nur meine persönliche Auffassung. Ja. War der Anlass deines Anrufes, das so mal zu erzählen? Oder erhoffst du dir vielleicht irgendwie auch noch eine Resonanz auf deinen Anruf, die dir wiederum weiterhelfen könnte? Eigentlich schon, und zwar weil es ist wirklich so, dass nur wenige Leute kennen, und wenn man das jetzt normalen Menschen auf der Straße erzählen würde, kommt man bei denen nicht durch, weil die verstehen das nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal. So, und dann habe ich gerade auch so blöd reagiert nach dem Motto, ach, rot werde ich auch schon mal.
Den Satz hört man dann. Ich bitte nachträglich um Entschuldigung, aber ich habe es nicht böse gemeint. Es war mir schon klar, dass das natürlich auch sehr, sehr in einen krankhaften Zustand sich entwickeln kann. Das ist mir schon klar. Es sind leider wenige Leute, die das betrifft, soweit ich weiß. Und ich wollte auch in Erfurt eine Selbsthilfegruppe aufbauen. Ja. Also, dann haben wir vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, zur Aufklärung oder zur Information, was dieses Thema anbelangt. Ja. Wir haben mit Sicherheit eine Information ein bisschen in die Welt getragen, was man da in München machen kann. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das seriös ist, aber du hast dich informiert und du sagst, das sollte man natürlich immer mit dem Arzt und mit dem Psychologen alles besprechen und das ist klar. Und also, abklären. Ob es seriös ist, weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht sicher, aber wenn, dann würde ich es machen lassen. Also, ja, okay. Also, dann wünsche ich dir, lieber Frank, dass du da ordentlich vorankommst in deinen Bestrebungen. Und wenn das helfen könnte und das alles okay ist, dass dir vielleicht auch so ein Eingriff dann wirklich aus dieser üblen Zeit heraushelfen könnte, die nun schon so lange hinter dir liegt. Ja, sehr, sehr interessant. Ich danke dir für deinen Anruf, Frank, und wünsche alles Gute. Ja, tschüss, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Ruth. Ruth ist 68. Schönen guten Morgen. Hallo Ruth. Hallo Domian, ja. Hier ist die Ruth. Ich höre dich. Ich hoffe, du hörst mich auch. Ja, ich höre dich und ich sehe dich. Um was geht's bei dir, Ruth? Ich bin in Trauer. Ich war 10 Jahre wie andere. Die heimliche Geliebte. Und der Mann ist gestorben, einen Tag vor meinem Geburtstag. Wann hattest du Geburtstag? Am 9. Januar ist er gestorben, am 10. hatte ich Geburtstag. Und du warst 10 Jahre seine heimliche Geliebte? Ja. Seine ganz heimliche Geliebte? Ja. Also, es wusste kaum jemand. In meinem Bereich wusste es jeder. Meine Kinder, meine Nachbarn, meine Freunde wussten es alles. Aber bei ihm wusste es niemand. Gut, könntest du den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz runter drehen? Ich hab dich da im Film. Ganz gut. Mhm. Da habe ich gedacht, damit ich dich verstehe. Aber so höre ich dich auch. Wie hast du von dem Tod erfahren? Er hatte mich angerufen. Er ist gestürzt. Mhm. Also es war so, wir gingen auf Samstag, Mittwochs ins Thermalbad. Mhm. Der rief am 2. Januar an morgens und sagte, willst du mit ins Thermalbad? Dann habe ich gesagt, ich war so erkältet, ich will nicht ins Kalte raus, erst ins Warme, dann ins Kalte. Mhm. Dann sagte er, dann komm doch und hol mich ab. Mhm. Geh mal ein Glas Wein trinken. Ja. Ja, und dann bin ich um 7:15 ins Bad, wollte mich fertig machen. Und dann kam ein Anruf über das Handy. Die Frau von dem Thermalbad war dran und sagte, ihr Bekannte oder ihr Mann ist gestürzt und bittet sie, hierher zu kommen. Woher wusste die Frau denn deine Nummer? Ja, er hat ihr die Nummer von meinem Telefon gegeben. Das konnte er. Ja. Das konnte er noch. Und ich möchte kommen. Und ja, und dann kam ich dahin und dann saß er auf der Bank und konnte gar nicht hoch. Dann habe ich gefragt, ob neben Arzt da war, sagt sie nein. Was war das für ein Sturz? Er ist rückwärts die Treppe runtergefallen vom Thermalbad. Und wo? Und er ist 13 Jahre älter gewesen wie ich, der ist 80 gewesen. Ach so. Und wo hatte er sich verletzt? Ja, er konnte nicht mehr, ich habe gesehen, er konnte nicht mehr aufs Bein. Er hat das Bein hinterhergezogen wie ein Balken. Und dann habe ich gedacht, entweder hat er jetzt einen Oberschenkel-Halsbruch oder einen Beckenbruch. Und er ist an diesem Sturz verstorben? An den Folgen dieses Sturzes? Ja, das ist so gewesen. Ich wusste von ihm, er war Magomar-Patient, der hatte Vorhofflimmern. Und dann habe ich ihn erst in eine Klinik getan, in eine Kerkhoff-Klinik, was quasi eine Herzklinik ist. Mhm. Und die haben aber gesagt, vorrangig wäre der Bruch. Also er hatte sich was gebrochen? Ja, und das müsste... Was hatte er gebrochen? Er hat einen Beckenbruch gehabt, Schambeinbruch, Schambeinbruch. Also du hast dich dann um ihn gekümmert und dass er in die Klinik kam. Ja, und das hast du alles danach begleitet in die Klinik. Und wann ist er denn dann verstorben? Das war am 2. Januar gestorben, ist er am 9. Januar. Also da lagen dann schon mehrere Tage dazwischen? Sechs Tage. Aber kann man sagen, dass er an den Folgen des Sturzes gestorben ist? Ja, der ist eher für gestorben, denke ich, an seine Herzgeschichte. Und er stirbt nicht an Beckenbruch, ne? Ja, deswegen frage ich, deswegen war ich so erstaunt. Ich habe
dann erfahren, dass er quasi an einer Lungenembolie gestorben ist. Ja, das meinte ich gerade auch schon, als er verstorben war. Du warst die heimliche Geliebte, also ja. Aus seinem Umfeld kannte man dich nicht. Wer hat dich angerufen? Also angerufen hat er mich, als er gestürzt war, ne? Ja, als er gestürzt war, aber da hat er noch ein paar Tage gelebt. Als er verstorben ist, wer hat dich informiert? Ja, als er gestorben war, ich habe da in der Klinik angerufen. Also es war so, ich habe den abends dahin begleitet, die Nacht, und dann hat er gesagt, ich sollte seine Frau anrufen, soll der Bescheid sagen, dass er gestürzt war. Okay, aber da sind ja noch ein paar Tage vergangen. Ja, und als dann habe ich ihm gesagt, weißt du, Albert, ich rufe dich alle 2 Tage an und sag dir aber jeden Morgen, guten Morgen um 8 oder 9 und abends sage ich dir gute Nacht. Wer hat dir denn die Todesnachricht gesagt? Die hat mir der Arzt gesagt. Ah, das heißt, du hast da angerufen? Dadurch, dass ich immer angerufen habe. Ich verstehe. Ich hatte am 8. noch angerufen und abends und hab dann gesagt, ich gehe am Mittwoch. Wie auch immer. Jedenfalls der Arzt hat es dir dann gesagt. Mhm. Jetzt warst du 10 Jahre die heimliche Geliebte. Ja. Warum warst du 10 Jahre die heimliche Geliebte? Warum kamt ihr nicht wirklich zusammen? Weil er verheiratet war und in dem Alter sich nicht mehr trennen wollte. Und ich denke, das konnte ich ein Stück verstehen. Also da war er 70, als ihr euch kennengelernt habt, so ungefähr. Und ich habe in meinem Leben 3 Abschnitte gehabt. Im ersten Abschnitt, mein Mann war Alkoholiker, der ist alles über den Berg gerutscht, als ich mich getrennt habe, das Geschäft und alles. Und dann hatte ich einen Lebensgefährten, da war ich 59, der hat mich nach 18 Jahren verlassen, hatte in der gleichen Stadt eine andere. Also das heißt, du hast dich durchaus damit arrangieren können, dass es so war. Ja, und dann als der mich verlassen hat und mir ging es dann ziemlich schlecht, in der Phase habe ich den Mann kennengelernt und der war für mich eigentlich wie ein Freund. Erst ein halbes Jahr kannte ich den ja. Ja. Wie oft habt ihr euch denn immer so gesehen? 2-mal die Woche mindestens. Also wir haben meistens, Und da gab es nie Druck deiner Seite, dass er sich dann doch für dich ganz entscheiden sollte? Nein, ich hatte nur nach 2 Jahren Druck gemacht und habe gesagt, ich möchte, dass er endlich aufmacht, dass er nicht so eine verlorene Beziehung führt, dass er seiner Frau sagt, dass es mich gibt. Hat das ihr gesagt? Dass er ihr sagt, er hat sich verliebt, er verlässt sie nicht, er lässt sich auch nicht scheiden, aber sie weiß dann, wo er ist. Hat das gesagt? Da hat er gesagt, wenn er das, da habe ich nur unter Druck gesetzt, ein halbes Jahr. Und dann hat er gesagt, er kann das nicht leben da, ne? Bitte? Der könnte das nicht mehr leben, dann das leben, das müsste da weg. Und das kann er nicht im Alter. Also er hat es nicht gesagt? Nein. Bis zum Schluss nicht. Aha. Und ich habe es ein Stück verstanden, weil als mein Partner mich verlassen hatte damals, er hatte mir gesagt, er hat sich mit einer eingelassen und ich sollte das dann leben. Der kam zurück und legte sich immer wieder neben mich ins Bett. Ich bin bald durchgedreht. Verstehe. Und dann habe ich gedacht, mein Freund damals, der hat mich damit, also er hat sich entlastet, mich belastet und ich musste handeln. Also du konntest das dann verstehen, dass er es nicht gesagt hat. Dann konnte ich das ganz gut verstehen, dann habe ich nichts mehr gesagt. Konntest du denn auf seine Beerdigung gehen? Ja, ich bin mit Nachbarn hingegangen. Aber auch heimlich dann, das hat niemand geahnt, wer du warst. Ja. Wie geht es dir denn heute, Ruth? Schlecht. Ich habe zu deinen, die mich angerufen haben, ich hab, wo ich dich angerufen hatte, das war letzte Woche, da ging mir so furchtbar schlecht. Nachts bin ich immer oft so traurig. Ich habe dann sein Bild und gehe mit dem Bild ins Bett, wo er immer gelegen hat. Oh Mann, seine Mütze habe ich unter meinem Kissen, die riecht immer noch nach ihm. Und jetzt habe ich schon wieder gedacht, was habe ich dann gemacht? Wieso habe ich dann angerufen? Ich bin immer noch so drin, alles heimlich zu machen. Es ist wie meine zweite Haut, wenn es um ihn geht. Ja, es ist natürlich klar. Ich habe voll gedeckt, ich habe den geliebt und er hat mich geliebt. Und das gibt es nicht so oft. Nee. Und wenn man 10 Jahre so eine Beziehung zu jemandem hatte, und offensichtlich war es ja eine sehr intensive Beziehung, die ihr hattet. Er hat damals gesagt, er hilft mir, er unterstützt mich auch finanziell. Hat er das auch gemacht dann? Ja. Fällt natürlich jetzt auch alles flach, ne? Ja, natürlich, weil da in Löcher. Ist das für dich schlimm jetzt, dass das Finanzielle auch weg ist? Ja, natürlich, das ist sehr schlimm. Aber kommst du dennoch so über die Runden? Ja,
meine Tochter hat mir jetzt geholfen. Ich hatte eine Reparatur in der Heizung, die kann ich mit meiner kleinen Rente gar nicht abfangen. Ach so. Aber also, das ist nicht so wichtig, das Seelische macht mir zu schaffen. Natürlich, ja. Du hast eine Tochter? Ich habe zwei Töchter. Zwei Töchter. Die wissen rundherum Bescheid? Ja. Mit denen kannst du auch darüber reden? Ja, sicher. Die haben auch ein offenes Ohr dafür. Die eine, die sagt dann, ich hätte in Sünde gelebt. Sag ich, das weiß ich. Was? Die eine Tochter sagt, du hättest in Sünde gelebt? Ja, diese Frau. Und die andere hat gemeint, na, ich hätte schlechter treffen können. Ah ja, Töchter wollen immer Mutter, die funktioniert, denke ich. Also, dann hast du nicht so ein offenes Ohr bei denen. Ja, doch, die hören mal. Ja, wenn die so reden mit dir, dann, was ist denn das für, du hast in Sünde gelebt, was ist denn das für ein Ausdruck? Ich weiß nicht, ich denke, meine Tochter ist ziemlich fromm und ich versuche so mit ihr Macken anzunehmen, hab gesagt, ich will auch angenommen werden mit meinem Macken. Mhm. Das ist halt so. So, jetzt bist du in der schlimmen Zeit der frischen Trauer. Ja. 9.1., das ist ja mal nur gerade erst vorgestern, kann man sagen. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Ein Tag vor deinem Geburtstag. Mhm. Auf einmal weg, auf einmal nicht mehr da, ganz furchtbar. Wie versuchst du dich denn ein bisschen abzulenken? Im Fernsehen. Hast du einen Freundeskreis? Gibt es da schon Bekannte? Ja, ich hab schon einen großen Bekanntenkreis und ich habe hier im Haus auch Nachbarn, mit denen ich ganz gut kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Ruth, bei allem Verständnis dafür, dass man dann so angeschlagen ist und dass man vielleicht ja gar keine Energie hat, irgendetwas zu machen, wenn man so traurig ist, was ja auch verständlich ist, dass man sich dennoch aufrafft und versucht, ein bisschen wieder am Leben teilzuhaben, sich mit Leuten zu treffen, dieses zu machen, jenes zu machen. Das versuche ich ja auch. Weil wenn man sich ganz in die Stille für sich zurückzieht, kann man davon auch aufgefressen werden von so einer Trauer. Ich habe gerade gedacht, ich brauche erst diese Zeit der Trauer. Ich muss das, bevor ich rausgehe, erst austrauern. Ja, sicher, eine gewisse Zeit braucht man schon, da hast du dann schon recht. Dann muss ich versuchen, einen Neuanfang zu machen. Das ist im Alter natürlich nicht so einfach. Ich damals, der erste Einbruch, der bei mir kam, war ich 39 mit 40, da kann man aber nur einfangen. Als dann mein Lebensgefährte fort war mit 59, habe ich schon gedacht, nochmal schaffe ich das nicht. Jetzt bin ich 68. Und dann wieder sowas. Und dann wieder sowas. Und dann hast du keine Möglichkeit, dir noch einen Job oder irgendwas zu erarbeiten. Ja. Oder ich fände ja vielleicht auch gar nicht schlecht für dich, wenn du, könnten wir ja gleich mal im Hintergrund überlegen, ob wir dir da helfen könnten, ein paar Infos geben könnten. Vielleicht in eine Trauer-Selbsthilfegruppe gehen würdest. Ja. Schon mal gehört? Hier in Gießen gibt es sowas von der Caritas. Bestimmt, da habe ich mich angemeldet, aber ich muss dir sagen, ich war dann einmal da, es waren lauter Frauen, die ihre Männer verloren haben und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich die heimliche Geliebte vom verheirateten Mann war. Doch, das kannst du aber, das ist keine Schande. Och, dann habe ich gedacht, wenn jetzt noch eine dann sagt, ich bin eine Schlimme oder das traue ich mich jetzt nicht. Und ich werde dann schräg angeguckt. Ich habe nur gesagt, ich habe den verloren, den ich geliebt habe. Ja, aber das heißt, so mit dieser Verspannung und dieser Lüge hast du dich dann in dieser Gruppe auch nicht wohlgefühlt? Ich habe mich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, bei lauter verheiratete Frauen, die ihren Mann ja verloren hatten. Ich habe schon oft gemerkt, dass Frauen, die verheiratet sind, wenn ich sowas erzählt habe, sich dann versucht haben, in die Frau reinzusetzen und nicht in mich. Ja. Ich finde diese Reaktion schlimm, weil es im Moment geht es um den Todesfall und es geht um deinen Schmerz und es geht nicht mehr um eine moralische Bewertung, was da damals passiert ist. So ist das. Liebe Ruth, ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendeine andere Idee haben, wie wir dir helfen können. Dankeschön. Du musst irgendwie, wenn auch vorsichtig und ein bisschen wieder ins Leben rein. Ich werde schon wieder schaffen. Hast ja schon eine ganze Menge geschafft in deinem Leben. Das stimmt, ich bin immer wieder aufgestanden. Ja, das habe ich schon gehört. Du bist eine Tapfere. Oh Mann. Liebe Ruth, du legst auf und Simone ruft dich gleich an. Dankeschön. Von Herzen viel Kraft und alles Gute. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Weiter geht's mit Jörg. Jörg ist 44. Hallo Jörg. Hallo Domian. Hallo Jörg. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Folgendes. Ich habe mehr als 20 Jahre im Verborgenen als Damenwäscheträger und Transvestit gelebt, habe nach außen hin meinen Job gemacht als Journalist. Zeitung? Bei der Zeitung, ja. Bei einer kleinen Zeitung in Niedersachsen. Ja.
Verheiratet? Ich war verheiratet. Ich habe auch eine Tochter. Also während dieser Zeit warst du auch verheiratet, als du dieses Doppelleben geführt hast? Ja. Mhm. Ja. Meine Frau, meine Ex-Frau ist jetzt wieder verheiratet, hat noch ein Kind bekommen. Sie weiß bis heute nichts davon. Meine Tochter weiß auch nichts davon. Heute lebst du alleine? Ich lebe, ja, einsam. Ja. Nicht alleine. Du lebst einsam? Ja. Mhm. Bist du noch in deinem Beruf? Nein. Ich habe meinen Beruf verloren aufgrund Trinkerei. Ach so. Ich habe Depressionen bekommen. Bist du? Diagnostiziert wurde auch eine Persönlichkeitsstörung. Ja, das heißt, du bist du Frührentner oder arbeitslos? Leider noch nicht. Ja. Das ist die Krux an der ganzen Geschichte, weil momentan Hartz IV, ja. Lass mich nochmal zurückgehen. Du warst wie viele Jahre verheiratet? Verheiratet war ich 12 Jahre. 12 Jahre. Und genau in dieser Zeit hast du auch schon Damenwäsche getragen und als Transvestit dich gerne gegeben. Ja, wie schafft aber man? Immer im Verborgenen. Ja, habe ich schon verstanden. Aber wie schafft man das, wenn man mit einer Frau und Kindern zusammen in einer Wohnung oder einem Haus wohnt? Wie hast du das gelebt? Die Frage ist sehr gerechtfertigt. Wenn ich jetzt zurückblicke, frage ich mich auch, Jörg, wie hast du das hingekriegt? Also fangen wir mal bei ganz praktischen Sachen an. Wo hast du deine Frauenklamotten aufbewahrt? Ich habe selber keine besessen. Ich habe mich bei meiner Frau bedient. Ach so, ja. Du hast selbst gar keine besessen? Nein. Das heißt, wann hast du diese Klamotten angezogen? Ja, es war, also in den Anfangsjahren war es so, als unsere Tochter noch nicht da war, konnte ich natürlich mich im Hause frei bewegen, weil ich ganz andere Arbeitszeiten hatte als meine Frau damals. Ach so, und die war auch berufstätig? Die war auch berufstätig, ist immer noch hier. Ach so, das heißt, da waren viele Zeitinseln, wo sie nicht da war und du konntest genau. Dann im Haus so dich, ja. Ihr könntest ihre Sachen anziehen. Ist sie dir und nie? Die habe ich natürlich genutzt, weil ich sie wusste. Passten denn ihre Klamotten dir auch? Bitte? Passten denn ihre Klamotten dir auch? Ja. Ja, also wir. Auch die Schuhe? Schuhe auch, ja. Ach, was hast du denn für eine Schuhgröße? Also ich habe als Mann mit Schuhgröße 40. Ziemlich kleine Füße. Und sie große Füße. Und sie hat Schuhgröße 40. Ja. Hat sie das nie gemerkt, wenn du in ihren Klamotten... Nein. Nie? Nein. Niemals. Hast du dich währenddessen auch geschminkt zu Hause? Nee, das kam später. Das kam erst sehr, sehr viel später. Wenn du dann ein paar Stunden für dich warst und hast dann die Pumps von der Frau angezogen und den BH und das Kostüm oder was ich was, was hast du denn dann gemacht zu Hause? Es war einfach... ich sag mal, ein Erregungszustand. Also es hatte immer was Sexuelles? Ja, also das hat es bis heute. Das hat es bis heute. Das heißt, du hast dir die Klamotten angezogen, hast dich schön auf die Couch gesetzt und warst erregt. Ja. War ein bisschen übertrieben gesagt. Nicht nur auf die Couch gesetzt, also ich bin gelaufen. Rumgelaufen. Also vielleicht so dieses, du weißt das vielleicht, also dieses Klackern von der so auf Fliesen oder Parkettboden oder... Hast du auch die Unterwäsche deiner Frau angezogen? Ja. Ja. Und, das Ganze endete dann immer mit einem Onanierakt, oder richtig. Wie? Richtig. Ja. Und das ist, es ist dann so gewesen, dass, also wir sind schon sehr lange getrennt, wir sind seit 4 Jahren jetzt geschieden. Als ich ausgezogen bin damals, ich habe von ihr sogar Sachen mitgenommen. Das weiß sie, glaube ich, bis heute nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie es gemerkt hat. Der Grund, warum ihr getrennte Wege dann gegangen seid, das waren andere Gründe. Das hatte ja, Alkohol und... Deinerseits Alkohol. Von meiner Seite. Ja. Also ich. Wer weiß das denn überhaupt, dass du da drauf stehst? Also es sind nicht viele Leute. Also wie gesagt, meine Ex-Frau weiß es nicht. Mhm. Wer es weiß und wer mir auch sehr geholfen hat in dieser schwierigen Zeit... Jetzt wieder ist meine Nachbarin. Mhm. Meine Nachbarin ist nicht transvestit, sondern transsexuell. Ja. Da müssen wir ja unterscheiden. Ja, natürlich. Ja, ne? Ja. Ja. Kann man vielleicht nochmal kurz erklären? Ein Transsexueller, ganz, ganz einfach ausgedrückt, fühlt sich im falschen Körper geboren. Ja. Im falschen, und ein Transvestit hat Spaß an der Verkleidung.
Richtig. Ne, so kann man es mal ganz plump erklären oder ganz einfach erklären. Genau, und ja. Sie steht, also meine Nachbarin, ich sage wirklich sie, steht vor der Operation. Mhm. Sie wird jetzt im Sommer passieren. Sie hat wohl, glaube ich, alles zusammen. Aber das ist doch sehr toll. Da hat man doch einen vertrauten Menschen, der dich sicher sehr gut nachvollziehen und verstehen kann. Ja, und das hat mir jetzt in der Zeit sehr, sehr geholfen. Mhm. Nicht nur sie, was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, eine sehr gute Freundin von mir, die gar nicht weit weg wohnt, eine sogenannte Bio-Frau, das heißt geborene Frau, ja, die mich auch schon versorgt hat mit Unterwäsche, mit Schuhen, mit Kleidern, die gesagt das heißt, hat, du traust dich heute immer noch nicht alleine in ein Kaufhaus zu gehen und dir die Frauenklamotten zu kaufen? Nee, Domian. Das nicht. Hast du jetzt gerade, während wir reden, auch Frauenklamotten an? Nein. Nee. Im Moment nicht, nein. Also ich bin jetzt... Als Mann angezogen? Ja, als Mann angezogen. Ja, gibt ja noch einen zweiten Fetisch. Das führt vielleicht jetzt, sprengt das total deinen Rahmen. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Ich weiß ja nicht, ob deine Regie dir das schon gesagt nein, hat. Nein, ich weiß gar nichts. Kannst ja ein Stichwort sagen. Wenn du das nicht sagen willst, dann sag's auch nicht. Aber doch, will ich wohl sagen. Das kam aber jetzt erst in jüngster Zeit. Ja. Dass ich nachts, nicht jede Nacht, aber ab und zu mit Windeln, Gummihöschen, Schnuller. Ach so. Na gut. Das ist ja noch im Bereich der Norm. Ich dachte, das wäre jetzt noch was Gravierendes. Nein, es ist nicht im Bereich der Norm, auf keinen Fall. Aber ich hatte es mir fast jetzt schon gedacht, als du eine Andeutung gemacht hast, dass irgendwie die Richtung... Aber dann bist du aber drauf, muss ich dir aber sagen. Wenn du sowas machst und jetzt das auch noch, dann bist du aber richtig in so einer... Ja, hast du dich da so richtig reingeschraubt in diese Fetischwelt. Ja, weißt du... Das ist ja genau das Ding, deswegen habe ich ja angerufen bei dir. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich erstens nicht genau weiß, wo gehöre ich überhaupt hin. Wie meinst du das? Sexuell identitätsmäßig? Nee, in der Welt überhaupt. In der Welt, ach so. Also das heißt, also, ja, verstehe. Ja. Mhm. Also ich hab über 20 Jahre als Journalist gearbeitet. Ich habe dann, nachdem ich meinen Job verloren habe, war ich in Berlin. Hab's da noch wieder versucht, wieder in dem Job zu arbeiten. Darf ich ganz einfach das vielleicht so deuten wie eine große Lebenssinnkrise? Warum lebe ich? Was ist meine Aufgabe? Ich glaube, das kommt dem ziemlich nah. Glaube ich auch. Mhm. Mhm. Ich glaube, das kommt dem ziemlich nah, weil ich viele Gespräche geführt habe, jetzt in dem sehr, sehr kleinen Bekanntenkreis, den ich habe, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich habe das Gefühl, ich habe über 20 Jahre lang das völlig Falsche gemacht. Das ist bitter. Also immer der Macher, immer der Starke. Mhm. Aber weißt du, welche Gefahr ich sehe, man kann sich natürlich in so einer merkwürdigen Fetischwelt auch sehr isolieren. Das ist doch genau mein Problem, das Isolieren. Mhm. Das macht mir... Nichts gegen einen Fetisch, so das ist okay. Schaffen. Ja, und da fängt es an, dann ist es auch nicht mehr lustig und auch keine schräge Marotte mehr, dann wird es ernst. Du hast nämlich gerade auch gesagt, dass du dich einsam fühlst. Ja, seit Jahren schon. Ja, das finde ich einen sehr bemerkenswerten Satz und einen sehr alarmierenden Satz. Du hast ein paar Freunde, aber offensichtlich... können die dir über diese grundsätzlichen Fragen nicht hinaushelfen? Das ist wahrscheinlich das Ding dabei. Und du bist ein Kerl von erst 44 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass... Übrigens erst seit anderthalb Stunden. Ach, dann Gratulation. Dann herzlichen Glückwunsch. Ganz ein Geburtstagskind. Ja. Alles Gute, viel Glück. Aber damit verbinde ich natürlich wirklich auch so eine Vorstellung, dass du vielleicht auch nochmal, du scheinst ein talentierter Mann zu sein und hast deine auch Berufserfahrung schon, dass du irgendwie was nochmal dir Adäquates gerne machen würdest. Ich möchte gerne, ja. Das glaube ich. Da ist es nicht damit getan, ist, sich irgendwie Frauenklamotten anzuziehen und eine Windel umzuschnallen nachts. Nee. Da muss noch was anders kommen. Das ist nicht das Ding. Es ist ja auch nicht mein Ding. Ich möchte ja auch gerne. Ich bin... So, ich glaube, Jörg. Zum Beispiel sehr musikalisch. Ja, ich habe 13 Jahre Klavier gespielt. Mhm. Ich
spiele bis heute Gitarre, ich schreibe selber Lieder. Ja, es ist die grundsätzliche Frage, in welche Richtung du vielleicht gehen könntest. Ja. Das ist aber ein ganz komplizierter Prozess, den du auch wirklich nur in einer guten Therapie suchen und gehen kannst. Oh, Domian, ich habe Therapien hinter mir. Ich hab in meinem Leben über, also rechne mal zusammen, über 70 Wochen, wenn ich alles zusammenrechne, Therapie gemacht. Ich habe Therapien hinter mir. Und das ist alles nichts für dich und deine Entwicklung, es hat nichts genutzt. Also, ich weiß es nicht, ob ich nicht in der Lage bin, Therapie anzunehmen oder umzusetzen oder ob ich einfach verbohrt bin, ich weiß es nicht. Eventuell ist es so. Man muss natürlich auch immer das, was man eingesehen hat und was man verändern sollte, was man eingesehen hat, das muss man auch, wie du schon gesagt hast, das muss man auch umsetzen. Die reine Einsicht und der Wunsch hilft einem im Leben nicht weiter. Man muss es auch tun. Und das ist immer ein schwieriger Prozess. Und je tiefer man in irgendetwas drinsteckt, sei es in einer Sucht, einem Fetischlabyrinth, in dem du da drin hängst, was auch immer, desto schwieriger ist es, da rauszukommen. Aber das geht nur mit einer entschiedenen Haltung. Also dieses Fetischlabyrinth, das hast du schon richtig erkannt. Mein Hauptproblem ist natürlich der Alkohol, das weiß ich. So, und wenn das auch noch hinzukommt, dann ist es natürlich, das ist das allererste Problem, was aber massiv angegangen werden muss. Ja, also ich ja, mir rennt die Zeit. Ich habe jetzt fast alle Lebensbereiche, die ich habe, an einen Betreuer abgegeben. Mhm. Ja. Weißt du, fast alle. Er hat alle Lebensbereiche für mich in der Hand, bis auf die Aufenthaltsbestimmung, das heißt, wo ich hingehe, so, kann ich das heißt, du, alles andere nicht mehr. Du musst peu à peu dein Leben wieder zurück in die Hand kriegen. Ja. Das ist das Ding. Jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg, Jörg. Ja. Ich merke, ja, dass das eine große Sache ist, die dich da betrifft. Ich möchte noch mal einen Satz zum Schluss sagen, der mir gerade sehr aufgefallen ist, den du gesagt hast. Vielleicht setze ich es nicht entschieden genug um, was ich in den Therapien mitkriege. Ja. Denk mal drüber nach, das ist vielleicht ein guter Satz, den du selbst gesagt hast, ja, der dich vielleicht weiter auf die Sprünge hilft. Und du musst handeln, du musst mehr tun. Von nichts kommt nichts. Ein blöder Spruch, aber ein richtiger Spruch. Aber ein richtiger Spruch. Ja, es ist ein richtiger Spruch. Lieber Jörg, ich möchte dennoch, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir redet. Meine Psychologin hast du auch da? Die habe ich auch da, ja. Ah, wir sind ja luxuriös ausgestattet. Ja, Mensch, prima. Dann legst du bitte auf und die nette Simone, das ist meine Psychologin, die ruft dich gleich nochmal an. Ja. Alles Gute. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute. Mach so weiter wie bisher, ist eine geile Sendung. Dankeschön, Jörg, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich möchte euch gerne sagen, was wir morgen machen. Morgen ist ja Themennacht. Morgen ist Dienstag, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und morgen heißt unser Thema, mein Kind ist schwer krank. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, deren Kind schwer oder sogar unheilbar krank ist. Mein Kind ist schwer krank. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, dann meldet euch schon ab 0 Uhr. Da sind ja die Leitungen ja geschaltet. Oder während der Sendung. Oder ruft oder mailt uns rund um die Uhr domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Du bist 15 Jahre. Ja, genau. Hi. Hi. Um was geht's bei dir, Sebastian? Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Wann? Am 21.02.08. Am 21.02. Das ist ja ganz, ganz frisch. Ja. Was für ein Krebs hatte deine Mutter? Sie hatte Tumore im Kopf und der hat dann gestreut. Mhm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 46. 46. War sie lange krank? Festgestellt wurde das im letzten Jahr Sommer. Im Sommer war das, wo sie einen epileptischen Anfall bekommen hat. Ja, und sie hatte vorher damit gar keine Probleme? Nein, hatte sie nicht. Hm. Und dann gab es wahrscheinlich viele Monate der Therapie, Operationen, Belastung, Angst. Operationen nicht, nein. Operationen nicht mehr? Nein. Hm. Bist du das einzige Kind?
Nein, ich habe noch zwei Geschwister. Sind die älter? Halbgeschwister, ja, sind sie. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Anfangs nicht so gut, aber die letzte Zeit so hat uns sehr zusammengeschweißt und ja. Also jetzt besonders die Zeit ihrer Krankheit? Ja, ja. Wir haben angefangen, uns wieder in den Arm zu nehmen, was wir vorher lange nicht gemacht haben. Mhm. Aber es ist deine leibliche Mutter? Das ist meine leibliche Mutter, ja. Wo ist deine Mutter verstorben? Im Krankenhaus oder zu Hause? Ja. Warst du dabei? Nein, nein. Hast du sie nochmal gesehen, als sie verstorben war? Ja, dreimal. Dreimal? Ja. Im Krankenhaus oder bei einem Bestatter? Bei einem Bestatter. Ja. Wie war das für dich? Das erste Mal war ziemlich hart, wo ich da reingekommen bin. Das war so ein Gefühl, als wenn die Bilder sich einzeln eingebrannt hat. Mhm. Und die habe ich auch jetzt noch vor Augen. Mhm. Du bist das ja mal gerade erst ganz kurz her. Ja. Wie geht es dir heute? Ich muss sagen, solange ich bei meinen Freunden bin, beziehungsweise unter Gesellschaft, geht es mir eigentlich sehr gut. Und ja, ich denke nicht viel nach, aber wenn man dann so alleine zu Hause im Bett liegt, abends, dann ist das schon ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Hast du sehr viel geweint? Ja, die Anfangszeit schon, ja. Jetzt auch noch. Ja. Wenn ich alleine bin. Mhm. Wie hast du die Beerdigung erlebt? Es war sehr hart. Mhm. Ja, aber ich denke mir, dass sie jetzt erlöst ist und ja. Ist das so etwas tröstlich für dich, dass sie erlöst ist? Ja, das ist das trägt sehr viel bei, dass ich das ein bisschen mehr verkraften kann. Mhm. Ich bin ganz irritiert darüber, dass bist du wirklich erst 15 Jahre alt? Ja. Du wirkst viel reifer und älter und die Stimme ist auch, wirkt älter. Ja. Nee, ich bin 15. Mhm. Ihr habt in einer Familie gelebt. Die Geschwister und deine Mutter und der Vater? Es sind meine Halbgeschwister und ich bin von einem anderen Vater und habe ihn erst mit meinem 13. Lebensjahr kennengelernt. Ach so, und du lebst aber jetzt mit wem zusammen? Bei dem Lebensgefährten meiner Mama. Ja. Versteht ihr euch gut? Ja. Ja. So, dass ihr euch auch viel über den Tod hier und jetzt den Verlust unterhalten könnt? Ja, das auf jeden Fall. Hm. Der letzte Besuch bei deiner Mutter, als sie noch ansprechbar war, wie war das? Eigentlich, ja, wie immer. Man hat gesagt, bis morgen, wie geht es dir und so Sachen halt, als wenn eigentlich nichts gewesen wäre und es kam halt so plötzlich. Als sie gesagt hat, bis morgen, wie lange hat sie dann noch gelebt? Das waren noch circa 4 Stunden. 4 Stunden? Ja. Das heißt, dann wärst du schon beinahe dabei gewesen. Ja, ja. Mhm. Ja, aber die Ärzte haben das auch noch nicht mal gemerkt. Mhm. Die haben noch einen Tag vorher gesagt, dass sie die wieder auf den Damm kriegen und sie hat ja auch kurz bevor sie starb noch ihr Blut gekriegt. Hast du mit deiner Mutter über den Tod gesprochen? Nicht viel, sagen wir es so. Mhm. War natürlich vor Augen, dass der Krebs nicht geheilt werden kann. Ja, das wollte ich fragen. Also ihr war auch schon klar, dass sie sterben wird? Sagen wir es so, gesagt hat es ihr niemand, aber ich denke, dass man sowas auch merkt. Ach, das hat dir niemand gesagt. Hatte man es dir denn gesagt, dass du damit rechnen musst, dass deine Mutter stirbt? Ja, ja. Wer hat es dir gesagt? Der Lebensgefährte von meiner Mama. Ah ja. Und wir wollten halt beide nicht, dass, also sie wusste es, ja, was heißt sie wusste es? Also ich denke auf jeden Fall, sie hat es gemerkt, denn sie hat auch rapide abgenommen. Also der Lebensgefährte von deiner Mutter hat ihr das auch nicht gesagt, dass sie unheilbar ist? Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich denke, dass sie schon darüber geredet haben. Das ist doch unfassbar schlimm, wenn jemand jetzt in deinem Fall, der Lebensgefährte von deiner Mutter, wenn der zu dir sagt, deine Mutter wird sterben. Nein, es ist hart, aber
wir haben uns immer gesagt, egal was ist, wir sind ehrlich zueinander. Mhm. Und ich wollte es auch immer wissen. Ja, schon, aber bei aller Vernunft, hat es dich nicht völlig umgehauen im ersten Moment? Im ersten Moment, ja, doch. Und verzweifelt machen lassen? Ja, aber ich habe ja auch von mir selber gefragt, was ist nun los, weil ich es ja auch gemerkt habe. Mhm. Ich habe es ja gesehen, mhm, die Kilos spannen. Ja, ja, ich frage das so, Sebastian, weil ich bin auch sehr erstaunt über deine Vernunft, dass du das so mit Vernunft sehen kannst. Es ist gut, dass du es so sehen kannst. Manch einer hadert ja mit dem Schicksal, warum, ich bin erst 15, warum muss meine Mama sterben, so jung sterben, warum muss sie so Leid ertragen? Natürlich, diese Fragen habe ich mir auch gestellt und stelle sie mir immer noch. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich daran ändern könnte, beziehungsweise man kann jetzt nichts ändern. Es klingt zwar hart, aber... Du sagst, wenn du so abgelenkt bist mit deinen Freunden und du gehst, ich vermute mal, noch zur Schule? Ja, und ja, ich mache auch jetzt so ein Jahrespraktikum. Und ja, funktioniert das mit der Schule oder warst du jetzt doch durch den Todesfall sehr abgelenkt? Ich war eine Woche vom Unterricht natürlich freigestellt, mhm, und habe ja jetzt habe jetzt momentan durchgehend dieses Praktikum, mhm, und das funktioniert auch sehr gut und tut mir sehr gut. Mhm. Also wenn du so Sachen machst, bist du abgelenkt, sagst du? Ja, ja. Und wenn du dann nach Hause kommst oder alleine abends bist, wahrscheinlich auch deshalb guckst du jetzt noch Fernsehen und du hörst Radio so spät nachts, weil du vielleicht nicht schlafen kannst? Nee, das ist eigentlich nicht das Problem. Ich kann schlafen, nur halt, ich denke viel abends nach. Mhm. Kannst du das so erklären, wie dein Trauern so funktioniert? Mein Trauern funktioniert so, dass ich, wie soll man sagen, untertags bin ich halt der ich vorher war. Mhm. Und wenn ich dann alleine bin, dann kehre ich in mich und überdenke die ganzen Sachen, mhm, was abgelaufen ist und verarbeite das so für mich. Und hast wahrscheinlich auch immer dann wieder die Bilder so vor Augen, ne? Ja, aber ich habe meist die Bilder, wie ich meine Mutter kannte, wie sie vorher war. Mhm. Also die schönen Bilder? Genau. Nicht die traurigen Bilder als toter Mensch? Nein, ich habe auch zu ihr gesagt, dass ich nie an die schlechten Dinge denken werde. Mhm. Denn ich finde, man sollte die schönen Dinge in sich behalten. Was sind die schönsten Erinnerungen an deine Mutter? Die schönsten Erinnerungen an meine Mutter? Ja, dass sie halt immer für mich da war, egal was war, auch wenn ich richtig Scheiße gebaut habe. Mhm. Und ja, dass sie halt, egal was war, immer zu mir gehalten hat und mich aus jeder Sache rausgeholt hat. Was glaubst du, was so der größte Wunsch deiner Mutter war, was so mit dir werden soll? Der größte Wunsch meiner Mutter war, dass ich mich nie gehen lassen werde, mhm, und meine Ausbildung mache, mhm, beziehungsweise Ausbildungsstelle bekomme. Ja. Was ist denn dein Wunsch? Was möchtest du denn gerne lernen? Mein Traumberuf war es schon immer, Koch zu werden. Koch, naja. Naja. Ja, ein toller Beruf. Wenn man da richtig einsteigt, ist das eine tolle Sache. Ja. Ja. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass ich eine sehr gute Aussicht auf eine Ausbildungsstelle habe. Mhm. Aber halt momentan habe ich halt diese Angst, wieder enttäuscht zu werden, dass die mir dann absagen und sowas. Bist du denn schon öfters enttäuscht worden diesbezüglich? Diesbezüglich ja. Ich habe sehr lange beziehungsweise sehr oft gearbeitet im Garten auf einem, mhm, Campingplatz. Mhm. Und ja, dann haben mich auch viele Leute über den Tisch gezogen. Mhm. Weil ich halt auch zu gutmütig war. Das habe ich auch von meiner Mama. Ja. Ist auch eigentlich ein netter Charakterzug. Aber ich glaube, wenn du das willst, und wenn dann auch ein paar Absagen kommen, ich meine, du bist ja noch so jung, ja, wenn du das Ziel fest im Auge hast, ja, dann wird das auch funktionieren. Und vor allen Dingen ist das ein schönes Gefühl, weil du dir immer so denken kannst, die Mama würde sich sehr freuen. Ja. Das ist auch das, was mich mehr bestärkt, mhm, nicht aufzuhören, sondern mich mehr darin einzubeißen, dass, ja, ich sage, meine Mama ist dann stolz auf mich. Genau, du machst es auch für deine Mutter. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mit deinem Vater sage ich es nicht, aber mit dem Lebensgefährten deiner Mutter. Kann man da so ganz offen auch über den Schmerz und die Trauer sprechen? Ja. Das machst du.
Und ich habe mir jetzt auch, ich habe mit meiner Lehrerin noch gesprochen und wir haben ja auch einen Schulpastor da und der hat mich dann auch kontaktiert und gesagt, dass er sich mit mir treffen möchte und mich, soweit es geht, unterstützen möchte. Finde ich auch eine gute Idee. Wenn du mit dem gut klarkommst, wenn das ein guter Typ ist, kann man ja reden. Das kann ja nicht schaden. Nur halt für mich ist es anfangs immer schwer, jemandem zu vertrauen. Deswegen fällt mir das jetzt gerade auch nicht wirklich so leicht. Jetzt mit mir zu sprechen? Ja, auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört. Nee, es hört sich nicht so an. Es hört sich sehr, sehr, sehr gut gesprochen von dir an, muss ich sagen. Gehst du öfters zu dem Grab deiner Mutter, Sebastian? Ja. Ja? Ja. Sprichst du am Grab mit ihr? Ja. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Also ich finde, dass du ein toller Typ bist für dein Alter, sage ich das ganz ehrlich. Dankeschön. Wirklich ein toller Typ. Und deine Mama, die kann mächtig stolz auf dich sein. Und dass du das so tapfer jetzt durchstehst, finde ich auch sehr respektabel. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass es schon viel Traurigkeit in deinem Herzen gibt. Oh ja. Ja. Aber dir das so auch zurechtzudenken, einmal, dass es für sie eine Erlösung war, dass du jetzt in ihrem Sinne weiterlebst, das finde ich einen guten Ansatz. Ja. Das ist der richtige Weg. Ich denke auch, dass mich das sehr bestärken wird. Mhm. Definitiv, glaube ich auch. Mein Lieber, ich weiß nicht, ob du noch mit einer Psychologin sprechen willst? Das bräuchte ich nicht. Ich glaube, du hast mir schon sehr geholfen, dass ich mit dir sprechen konnte. Das freut mich, wenn das so war. Das freut mich wirklich. Ich habe immer, muss ich dir sagen, das habe ich schon einige Male hier gesagt, immer so ein wenig ungutes Gefühl, weil ich natürlich nicht so ganz lange mit euch reden kann. Na gut, das ist aber auch verständlich. Mhm. Lieber Sebastian, ich wünsche dir für diese jetzige Zeit, für die nächste Zeit, da werden noch viele viele Tiefpunkte werden noch kommen. Wünsche ich dir viel Kraft. Und mach mal so weiter, wie du es gerade schon dir selbst so zurechtgelegt hast und selbst gesagt hast. Das ist der richtige Ansatz, das finde ich gut. Und ich sag's nochmal, ich finde, dass du ein toller Kerl bist. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für deinen Dienst. Alles Gute, Sebastian. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Der Sebastian war 15 Jahre alt, will ich jetzt nochmal sagen. Hier ist Marcel. Marcel ist 18 Jahre alt. Hallo Marcel. Guten Abend. Hallo Marcel. Abend. Was geht's bei dir? Ja, bei mir ist das Problem, ich habe ein sehr intensives Aggressionspotenzial, was sich auswirken lässt, indem ich wahllos, sage ich mal, bei Kleinigkeiten ausraste und extrem gewalttätig werde. Extrem gewalttätig wirst? Ja, das... Sag mal Beispiele. Zum Beispiel, ja, ich bin ja jetzt 18 geworden im Dezember. Mhm. Und da waren wir auch in der Diskothek gewesen, um das zu feiern. Ja. Und da war einer am Tresen neben mir und der hat einfach nur sein Bier oder was er da hatte, ich glaube Bier war das, einfach über den Tresen verschüttet und mich hatten nur 2-3 Tropfen auf dem Arm getroffen. Das hat aus Versehen, der wollte dir gar nichts Böses. Nee, aus Versehen. Uh-huh, ja. Ich bin komplett durchgedreht und ja, hab den Jungen halt, hab auf ihn eingeschlagen. Ja. Und der musste auch ins Krankenhaus und da habe ich auch nicht das erste Mal leider Gottes eine Anzeige gekriegt. Und ja, das ist jetzt schon seit längerer Zeit so. Also hast du denn schon mal Leute wirklich schwer verletzt? Gut, wenn der im Krankenhaus ist, dann war der schon ziemlich verletzt. Wie schwer hast du schon jemanden verletzt? Schon sehr schwer. Das Problem ist, das hat sich schon, das äußert sich jetzt seit 2-2,5 Jahren, äußert sich das schon. Sag mir mal erstmal, wie schwer du jemanden schon verletzt hast. Ja, zum Beispiel durch Rippenbrüche, Beinbrüche, Nasenbrüche. Also Beinbrüche sogar? Ja. Du hast jemanden das Bein gebrochen in deiner Wut? In meiner Wut, ja. Und das Problem ist, das hat sich schon, ja, wie gesagt, das früher gemäß, so mit 15,5 ungefähr hat sich das schon geäußert. Mhm. Und darum bin ich auch zu Hause rausgeflogen. Ja. Und jetzt, so, wo lebst du jetzt? Jetzt wohne ich in der Pflegefamilie, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange durch dieses Aggressionspotenzial, weil ich meinen Pflegevater halt geschlagen habe. Und ich habe dadurch auch meine Lehre verloren und ich weiß halt echt nicht mehr, was ich machen soll. Hast du denn irgendwann mal irgendwas unternommen dagegen? Ja, ich war schon beim Psychologen gewesen und ich sollte mir auch, um eine psychologische Behandlung genehmigen zu lassen,
sollte ich in ein psychologisches Gutachten holen. Genau, ja. Hast du das gemacht? Das Problem an der Sache war, dass ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ja. Ich sollte da irgendwie im Monat 5-6 Mal hingehen. Und das sollte mich jedes Mal bis zu 10 Euro kosten. Und ich habe das Problem, dass ich leider auch mit Drogen sehr viel in Kontakt bin und da nicht so leicht wegkomme. Und da fehlt echt das Geld. Und ich würde auch gern davon wegkommen, aber... Also, das kann ich gar nicht glauben. Das gibt's nicht. Dass du jedes Mal da 10 Euro bezahlen musst, wenn da läuft irgendeine Information schief. Über dieses Formale werden wir dich gleich noch aufklären im Hintergrund. Jetzt erzähl mir mal was von deinen Drogen. Was nimmst du denn noch für Drogen? Ja, eigentlich nur... Ich habe früher mehreres probiert, aber es hat sich soweit nur auf Cannabis beschränkt. Hm. Das heißt, du hängst ab, du schlägst die Leute ab und zu zusammen und kiffst. Mal böse ausgedrückt. Ja, um es wirklich krass zu sagen, ja. Also. Ist ja schon ein scheiß Leben, ne? Ja, klar. Also, du bist 18 Jahre alt, da könntest du ja andere Sachen machen. Ja, natürlich. Ich habe ja auch, wie gesagt, eine Ausbildung angefangen. Als was? Als Feinmechaniker, Schwerpunkt Maschinenbau. Ja, hat dir das Spaß gemacht? Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber die habe ich leider auch durch dieses überflüssige Aggressionspotenzial halt. Verstehe. Wann bist du denn rausgeflogen, nach welcher Zeit? Nach einem halben Jahr ungefähr. Ja. Das war jetzt auch nicht vor allzu langer Zeit, das war jetzt erst vor Mitte Jahr ungefähr. Weißt du, was ich erstaunlich finde und was ich auch gut finde, dass du dich hier bei mir meldest? Ja. Ja. Man versucht ja überall Hilfe zu finden. Also ja, nee, genau, das finde ich nämlich toll. Das finde ich wirklich toll. Das heißt, das zeigt mir, dass du auch willst, dass da ein Wille ist bei dir. Weil wenn du so weitermachst, machst du dein Leben kaputt. Ja, das ist mir klar. Ne? Ich mache mich auch selber kaputt. Genau. Und du landest vielleicht irgendwann im Knast. Ja, das ist ja oft Thema gewesen. Also. Ja, also der Weg... Der Weg geht nur über eine sehr intensive und klare Psychotherapie. Da gibt es mittlerweile in der Psychologie sehr gute Methoden, dass man Leute, die unter so etwas leiden, was du gerade von dir beschrieben hast, das kriegt man in den Griff. Das kann ich dir sagen. Und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen Angst davor vor sowas. Also ja, da musst du natürlich jetzt auch deinen Hintern hochkriegen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will mein Leben verändern, dann musst du auch sagen, okay, dann setze ich mich dem aus. Dann gehe ich dahin, egal was da mit mir passiert. Ich sag dir, da sind schon andere harte Jungs, sind da schon gezähmt worden. Ja, ja, natürlich. Ja, und wenn du das geschafft hast, dann kannst du ja auch wieder anfangen, dein Leben zu organisieren. Dann kannst du ja versuchen, eine neue Lehrstelle zu kriegen und all das, was man gerne macht, vielleicht auch irgendwann eine eigene Bude und so weiter. Ja, aber ich weiß nicht, denken Sie, das ist so einfach? Also, ich weiß nicht. Marcel, das ist nicht so einfach. Das sage ich dir jetzt schon. Ja. Das ist völlig klar, das ist nicht einfach. Aber es ist möglich. Das ist entscheidend. Es ist nicht einfach, aber du kannst das schaffen. Aber jetzt ist doch echt nicht mehr schön. Also, ist doch echt, ich weiß nicht, das ist doch echt nicht mehr... Wie meinst du, ist nicht mehr schön? Ja, ich weiß nicht, das macht mich kaputt, das macht mein ganzes Leben kaputt, das hat meine Familie zerstört, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, pass mal auf, Marcel, wir beraten dich mal jetzt im Hintergrund, wie du das organisieren sollst. Ja. Und dann musst du das halt selbst dann auch in die Hand nehmen. Ja, natürlich, ja. Ich hab so eine Angst. Pass mal auf, du legst mal auf und wir rufen dich gleich wieder an, okay? Okay, danke schön. Alles Gute. Oh. Das war der Marcel. So, meine Lieben, jetzt will ich euch nochmal sagen, über was wir morgen reden. Morgen heißt unser Thema, mein Kind ist schwer krank. Und ich möchte gerne mit Eltern reden, deren Kind in der Tat schwer oder vielleicht sogar unheilbar krank ist. Vielleicht auch schon eine sehr lange Leidensgeschichte hinter sich hat. Und das für euch eben auch manchmal ein sehr schwerer Weg ist, das Kind zu begleiten und immer an seiner Seite zu stehen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann könnt ihr uns morgen ab 0 Uhr erreichen, immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Auch nochmal an dieser Stelle die dringende Bitte, eure Telefonnummer reinzuschreiben, weil das für die Kollegen immer sehr aufwendig ist, da nochmal zurückzumelden, wenn das vergessen wurde. Und vielleicht so ein paar Sätze
zu eurem Fall mit in die Mail reinformuliert. Also, mein Kind ist schwer krank, das ist unser Thema morgen. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Jetzt sind wir gleich am Ende der heutigen Sendung. In der Technik war Uwe Petersen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen um 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen und ARD 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.